Und willkommen zurück. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen was bestellt und zwar bei zwei relativ neuen Etsy-Shops. Einmal bei Next Karma und einmal bei Budget Girls Design. Und ich fange jetzt einfach mal an bei Next Karma. Das war nicht viel gewesen. Hier ist ihre Karte. Ist auch bei TikTok vertreten. Und ein Klammerchen und ein Sticker war mit dabei. Der Sticker war noch wieder ins Gewinnspiel. Dann habe ich hier eine Valentinstags Rubbel-Challenge mit Abstreichen bekommen und auch mit Losen hier unten. Das habe ich noch nicht ausgepackt. Das kommt dann irgendwann in meinen Frühlingsbahner mit rein. Das habe ich mir gekauft. Dann waren zwei Goodies dabei gewesen. Eine Dankeschön-Challenge, eine Würfel-Challenge. Die kommt auch mit ins Gewinnspiel. Und einmal eine Rubbel-Challenge für 65 Euro. Die kommt auch mit ins Gewinnspiel mit rein. Dann einmal Feld der Träume habe ich bestellt. Auch für meinen Frühlingsbahner. Kann man hier rubbeln und abstreichen. Hinten mit Tracker. Und zu guter Letzt auch was für meinen Frühlingsbanner. Blühender Sonnenschein ist eine Rubbel-Challenge. Auch mit Tracker hinten. Jo, das war auch schon die Bestellung. So, das war nicht mega viel. Dann geht's weiter mit Next, mit Budget Girls Design. Da habe ich einmal eigentlich eine Klammer bekommen, einen Anhänger. Dann nochmal ein Sticker. Eine Rubbelhilfe, die kommt mit ins Gewinnspiel. Von Balea White Hibiscus Maske. Die werde ich mir mal verwenden. Bin mal gespannt, wie die ist. Dann war natürlich ein Dankeschön-Schreiben mit dabei. Das wird wahrscheinlich ein Rabattgut sein. Und ihre Karte. Ist wie gesagt bei Etsy, bei TikTok, hat eine normale E-Mail-Adresse, Budget Girls Design Scan Me. Dann nochmal so eine Einhorn-Challenge, das war auch, glaube ich, ein Goodie gewesen, ja. Das kommt auch mit ins Gewinnspiel, hinten mit passendem Tracker. Und dann habe ich mir nämlich genau drei Klappkarten bestellt. Einmal die Hundeliebe, weil ich ja Hundefan bin. Hinten mit Tracker. Dazu gab es die Lose. Und jetzt relativ viel los. Hier sind die Lose, hier können wir rubbeln, hier können wir abstreichen. Hier können wir würfeln. Hier können wir die voll bekleben, ich werde die aber abstreichen. Und die sind 5 Euro wert, ein Stern. Auch eine geile Idee. Auch süße Hunde. Die habe ich für mich geholt. Dann einmal die Giraffenliebe, auch zum Einheften. Auch hier passend mit Tracker hinten drauf. Passend losen. Hier ist auch relativ viel los. Hier können wir rubbeln, hier Lose ziehen, hier würfeln und hier andere mal würfeln. Eine ganz coole Idee. Mal gucken, wann ich die mal spielen werde. Und dann was für meinen Frühlingsbehandler. Pünktchengnomen. Dazu auch habe ich solche aufklebbaren Marienkäfer bekommen. Hier kann man abstreichen, aufrubbeln. Geht zu der Zusatzkarte und die haben wir hier. Genau. Auch nochmal extra mit Budget Tracker. Klebe die Marienkäfer, also die hier,
Und die sind jeweils 3 € wert. Ist auch eine coole Idee. Könnt ihr irgendwo hinkleben, wo ich das möchte. Oder hier unten irgendwo hin. Ja, ist auch eine coole Idee. Und das kommt auch in meinen Frühlingsbander mit rein. Und ja, meine Lieben, das war meine Bestellung gewesen. Von den 2 Shops sind es komplett 2 neue Shops, kannte ich vorher noch nicht. Und ja, wünsche ich auf alle Fälle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, ich habe mal wieder bestellt und zwar wieder an 2 neuen Etsy-Shops. Einer ist, glaube ich, komplett neu und den anderen habe ich vorher auch noch nie bestellt gehabt. Und da fangen wir jetzt einfach mit dem ersten Shop an und das ist der Johannes Budgetladen, der ist komplett neu. Ist bei Etsy, hat E-Mail und hat auch YouTube. Werde ich euch verlinken, auch hier im Video. Und da habe ich heute, da habe ich zwei, na gut, 3 Klappkarten bestellt. Habe ich erstmal ein süßes Schnuggelei gekriegt. Einmal Merci. Dann 2 Sticker, die waren dann wieder ins Gewinnspiel mit rein. Die brauche ich nicht. 3 Lose. Die gehören zu einer Klappkarte. Und die erste Klappkarte, die ich mir geholt habe, ist einmal die Bumblebee in Love. Die ist für meinen Frühlingsbander gedacht. Hinten mit Tracker. Und hier kann man überwiegend rubbeln oder eigentlich nur rubbeln. Total süß. Ja, und die musste ich haben. Die ist eingezogen bei mir. Dann ist auch Thema Biene auch wieder was eingezogen und zwar Fähnchen Sommergarten. Das werde ich wahrscheinlich entweder in Frühlingsbänder packen oder in Sommerbänder mal packen. Ist auch eine Klappkarte hinten auch mit Tracker. Und hier kann man auch rubbeln. Auch total süß gemacht. Und zu guter Letzt habe ich eine Sommerklappkarte für meinen Sommerbänder. Die Cocktailbar kann man hier rubbeln. Hinten ist auch wieder Tracker. Und hier ist auch wieder lose ziehen, rubbeln, abstreichen. Hier können wir die Worte suchen, die hier unten drauf sind. Und hier kann man auch nochmal würfeln. Und ja, sah ganz gut aus. Die muss ich unbedingt haben. Das waren meine ersten Bestellungen. Meine zweite Bestellung ist von der lieben, jetzt muss ich mal gucken, wie der Shop heißt, Naladin Design. Hier ist die Karte. Werde ich euch auch verlinken. Hat, glaube ich, keinen YouTube-Kanal. Gab es auch Süßigkeiten. Einen süßen Anhänger. Den werde ich mit bei euch ins Gewinnspiel mit reinpacken. Ich habe schon genug von denen. Auch wieder 2 Sticker. Die kommen auch mit ins Gewinnspiel. Eine süße Hasenklammer. Eine Dankeschön-Challenge, die kommt auch mit ins Gewinnspiel. Das ist eine Würfel-Challenge. Hinten mit Tracker. Dann einmal den Lucky Bear habe ich mir bestellt für meinen Frühlingsbander. Die ganzen Kleeblätter kann man abstreichen und rubbeln. Das sind wohl insgesamt 100 €. Ganz schön viel. Und ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, das zu spielen. Dann gab es auch lose, selbstgemachte. Für ein Set, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist das so ein bisschen, ich nenne das jetzt einfach mal Weingnome Set. Da haben wir einmal die Tilda, das ist zum Rubbeln, Wert von 1 bis 9 €. Hinten auch wieder mit Tracker. Dann die Wilma, dafür sind die ganzen Lose gedacht. Dann kommt die Alma. Kann man auch würfeln und hier kann man wahrscheinlich dann, nehme ich mal an, auch würfeln oder lose ziehen, wie wir das wollen. Und dann die Viola und das ist so komplett zum Abstreichen gedacht. Die ganzen Trauben, dann die Wilma kann man komplett abstreichen und ja, das Set musste ich auch unbedingt haben. Ich weiß ja nicht, wann ich das reinpacke, ob ich das mit in Frühlingsbahner mit reinpacke. Weil da passt das für mich irgendwie besser hin als wie im Sommer. Irgendwie. Mal gucken. Und ja, meine Lieben, das waren meine Bestellungen. Meine 2. Könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, ob ihr den Shop auch kennt oder einen von den beiden Shops.
ob ihr die Spiele kennt. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Alle meine Lieben und willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, ich habe wieder bei Etsy geshoppt, bei zwei neuen Shops. Und wir fangen einfach jetzt mal mit dem ersten Shop an. Und da habe ich nämlich bestellt bei Etsy den Shop Dream Life by Tina. Hat auch Insta und Facebook, werde ich alles da unten verlinken. Da habe ich vorher auch noch nie bestellt. Und als Goodie habe ich bekommen einmal einen Sticker, der wird ans Gewinnspiel wandert. Ein Tee, ein Würfel, 20 Seiten, kann man immer gebrauchen, ein Lolli, dann eine Trinkschokolade und ein 3D-Drucker Drachen, auch cool, als Deko, mal gucken, wo ich den hinpacke, mal sehen, oder ob ich den dann auch mit ins Gewinnspiel mit reinpacke. Und das Eigentliche, was ich mir bestellt habe, ist ein Würfelturm. Und zwar habe ich ja schon einen. Und jetzt habe ich mir noch einen geholt. Aber der ist ganz anders vom Design her. Ich zeige euch erstmal den Deckel. Und wie ihr seht, verändert er sich immer pro Lichteinschlag und pro Blickwinkel seine Farbe. So ein bisschen regenbogenmäßig. Lila und gelb, orange, rot. Und total geil gemacht. Das ist der Deckel davon. Und das eigentliche Würfelstation ist diese Kanne hier. Total geil. Die gab es auch noch in zwei anderen Designs. Aber das sah ganz geil aus. Sogar mit Treppe eingebaut. Da kommt der Deckel dann oben drauf. Sieht total cool aus. Man kann hier reinwerfen die Würfel. Oder hier oben rein. Oder hier hinten zwei Öffnungen. Und ich kann es euch mal zeigen. Ich mache das jetzt mal hier rein. Da. Und da hätte ich jetzt eine 16 gewürfelt. Total cool. Werde ich immer in abwechselnder Variante machen. Einmal mein Fuchs und einmal die Teekanne. Und die sah mega aus. Die war jetzt auch nicht so mega teuer. Und ja, musste ich unbedingt haben. Und ja, das habe ich mir bestellt. Und dann der zweite neue Shop, da habe ich vorher auch noch nie bestellt, ist einmal De Creativa, ist bei TikTok und hat Etsy. Auch die Bonuskarte mit dabei. Hinten sind auch nochmal die Telefonnummer mit drauf und die E-Mail, TikTok und Etsy, werde ich wieder alles unten verlinken, da habe ich vorher auch noch nie bestellt. Und da habe ich als Goodie einmal die Haribo-Tüten gekriegt. Dann zwei Mau am Stangen, komm, geht immer. Ein Stift gab es noch als Goodie mit dazu. Dann wieder Sticker, die wieder ins Gewinnspiel wandern. Hier ist auch nochmal einer. Dann ein paar Dankes-Challenge und eine süße Klammer. Und zwar habe ich einmal Need Coffee. Ist eine Kaffee-Challenge. Kann man hier abstreichen. Hier kann man lose ziehen oder würfeln. Eine coole Idee. Hinten sogar mit Twitter. Upala. Und dann nochmal eine. Und das ist Taru, ich glaube Taru heißt das, zum Abkreuzen, auch wieder zum Würfeln. Und hier kann man dann sogar auch rechnen. Auch hinten mit Tracker dabei. Die gab es als Goodie mit dazu. Dann gab es Lose von einer speziellen Challenge, die ich euch jetzt zeige. Und zwar, jetzt muss ich das mal kurz raussuchen. Ich habe ein bisschen mehr bestellt. Das war der Blumeneiertanz. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der ist.
Wenn nicht, zeige ich es euch einfach so, wie ich es jetzt rausnehme. Nee, da habe ich mir einmal das Set bestellt, so ein Kaffeeset. Nicht Kaffee, da habe ich einmal den schönen Tiger zum Rubbeln und zum Abkreuzen. Das sind 95 Euro komplett, hinten wieder mit passendem Tracker. Dann einmal die Neat Coffee mit Flamingo. Hier ist Würfeln und Abstreichen und hier kann man auch die Lose ziehen, glaube ich. Und dann nochmal Neat Coffee mit dem Fuchs. Ist auch wieder zum Abstreichen. Das sind 55 und Fragezeichen. Ich glaube, da kann man auch nochmal Lose ziehen, glaube ich. Dann habe ich bestellt einmal die Violetta. Kann man auch wieder rubbeln, abstreichen und auch lose ziehen. Dann einmal die Saphira. Ich glaube, das war sogar auch ein Set gewesen. Auch wieder zum Rubbeln, zum Abstreichen. Dann die Amber. Sieht also sehr cool aus. Auch wieder zum Abstreichen und zum Rubbeln. Dann einmal den Bruno, so ein bisschen österlich schon, zum Abstreichen und zum Würfeln und auch hier könnten wir auch Lose ziehen. Dann einmal den Teddy, ist auch eine Oster-Challenge, auch wieder zum für Lose oder zum Würfeln. Und dann zu guter Letzt ist auch wieder eine Oster-Challenge, den Fussel, ist auch wieder komplett zum Rubbeln gedacht. Jo. Und das waren meine Sachen, die ich bestellt habe. Alles schöne Challenge. Und ja, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die zwei Shops kennt. Und was ihr zu der Teekanne sagt, ich finde die mega geil. Vor allem, dass sie sich so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den Effekt. Ob das irisierend ist, keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Und auch hier drinnen mit der Treppe. Total cool gemacht. Und ja, habe ich jetzt zwei Würfeltürme zum immer mal zum Durchwechseln, finde ich eine coole Idee. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye.